Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu The Movies, wo wir erstmal ein paar Movies veräußern, weil wir die eh nicht brauchen. Ja komm, mach hinne. Ich brauche das Geld gerade wesentlich dringender. 13.000, 14.000 kriege ich inzwischen pro Drehbuch. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil ich brauche dringend ein bisschen Kapital. Meins sinkt langsam ins Bodenlose. So, pass auf, wir machen mal ein bisschen PR. Die eine hier, die hat ja eh immer gemotzt, dass die kein PR mehr kriegt. Da können die jetzt alle mal PR-mäßig richtig abschieben. Und dann lassen wir die erstmal ein bisschen in Ruhe, dass die ihren Stresspegel runterbekommen. So, wie sieht's aus beim Filmdreh? Wird momentan gedreht. Die sind alle so hardcore gestresst. Leg die Buddel weg. Ich bin Morty Krunkeburger und Sie hören mich auf. Die sind alle besoffen. Ich treib die in den Wahnsinn. Ist das schön. Warte, Emma Perkins wollte ich gar nicht. Ich wollte die hier noch, da bin ich mir sicher. Brauche ich dich? Nee, keiner braucht dich. Oh, das Horror-Drehbuch ist fertig. Da gehen wir mal ganz schnell gucken, bevor die hier alle wieder alles zu den Akten legen. Macht mal schön weiter. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt bin ich abgerutscht. Jetzt bin ich schon nur noch Studio Zweiter. Ist vor allem das Kapital. Das wird bei mir richtig rausgepfiffen. Aber gleich kommt wieder was rein. Das ist die letzte Szene. Danach wird alles richtig super. Davon bin ich überzeugt. Jonathan Brooks. Ist auch ganz schön gestresst, ne? Und jetzt bringt mir ganz schnell den Film rüber hier. Wir brauchen den Film des Jahrtausends. Also macht mal schön hier 17 Sterne ran von 5 möglichen. Oh, hoffentlich ist das was Gutes. Da hau ich nämlich noch ein bisschen Budget mit ran. Damit das auch was wird. 3-1er, das ist gar nicht mal schlecht, glaube ich, ne? Willkommen beim Lieblingssender der Moviestadt. Naja, so viele Hörer haben wir gar nicht. Aber wir sind der Lieblingssender. Wir nehmen das da, das wird schon. Der Untergang von Eden. Oh, das klingt tatsächlich gar nicht mal so schlecht als Filmtitel. Oh, hier, hübsch, hübsch. Dafür, dass ein Regisseur mitgespielt hat, nicht schlecht. Ah, PR muss man nämlich auch im Auge behalten. Was denn, ein 4-Stern... Oh, oh. Ein 4-Stern und ein angekratzter? Das ist unser bester Film, den wir jemals produziert haben. Es ist mir eine Ehre, dass ihr hier an diesem Tag bei mir seid, um diesen Moment mit mir zu genießen. Schauen wir uns das Machtwerk an. Ein Traum. Lionhead Movies präsentiert eine Empire Pictures Produktion, Der Untergang von Eden. Mit einem Haufen Leuten, die keiner kennt. Schon heftig, wie viele Statisten da inzwischen mitwirken, ne? Huch, jetzt wird's aber rasant. Hä?
Ich komme nicht mehr mit, ganz offiziell. Das ist so ein Schwachsinn. Verstehe das alles nicht. Wie diese Filme zusammengesetzt sind, ich verstehe es nicht, aber die Welt will das. Die Welt will das. Oh, das ist ja gar nicht richtig. Ach, egal. Aber wir haben einen wunderbaren Film. Das ist ja eine Top-Bewertung. Also damit kommt A, Geld rein, wie Schotter. Guck mal, fast 500.000 Produktionskosten. Damit kommt doch bestimmt Geld rein, wie sonst was. Dermaßen romantisch, dass Casanova dagegen wie ein blutiger Anfänger wirkt. Das war sehr romantisch, was ich da gesehen habe, also wirklich. Was soll's? Top-Film. Hallo, Martha. Kommt deine Mutter noch immer Sonntag zum Essen? Ja, das wird klar. So, damit haben wir erstmal Platz 1 Film in den Charts. Jetzt habe ich gerade gar keinen... Doch, ich habe einen Actionfilm. Theoretisch kann es losgehen, wenn die nicht alle so völlig hinüber wären. Jonathan Brooks, wie sieht's denn aus? Na, der Stresspegel ist halt auch ziemlich hinüber hier, ne? Die einzigen, die nicht so gestresst sind, sind meine zwei Schaluppengruppen. Alle anderen sind gestresst. Das glaubst du nicht. Aber zumindest kommt jetzt ordentlich Kohle rein hier. Das wollte ich sehen. Und meine Studiobewertung hier oben. Guckt es euch an, die ist auch wieder richtig schön nach oben gerasselt. Ich würde gerne nachlegen. Ich würde gerne nachlegen, aber... Wenn die alle so gestresst sind, ist das schwierig. Die beiden sind halt gar nicht gestresst. Soweit ich das sehe. Da schicken wir die nochmal eine Portion trainieren. Dass die so ein bisschen die Träger des Films werden. Und die anderen müssen halt ordentlich Stress abbauen. Könnte man nicht rein theoretisch... Die zwei hier. Wieso hocken die denn jetzt in der Bar rum? Die sollen sich einen trinken. Und das ist wieder Siegerzeit. Da. Läuft das? Newton, der den Pazifismus hier bin ich. Als die größte Bedrohung der Menschheit seit der Pest. Die kennen sich nicht gut genug, um hier zu sein miteinander. Ich will doch einfach nur, dass ihr keinen Stress habt. Also macht keinen Stress beim Stresserball. Ich hasse Stars so sehr. Nur dieses Star-Lyon. Geh doch mal weg, keiner interessiert sich für dich. Wo haben wir denn die Schreiberlinge? Die hauen auch immer ab, wenn es brenzlig wird. Weil ewig wird unser Film kein Geld einspielen. Da muss schon mal was nachrücken. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. In der Castingabteilung wird dringend ein Regisseur benötigt. Eieieiei. Es wird ein Fiasko, wenn ich die an den Film setze, aber ich habe keine andere Wahl. Kommt zwar im Augenblick gut Geld rein, aber das wird ja nicht ewig so sein. Also es tut mir leid. Ihr werdet alle gebraucht. Secondhand-Stars, weil ihr alle gebraucht seid. Ahahaha. Aber wenigstens kommt wirklich wieder gut Geld rein. Wir sehen jetzt schon... Fast wieder auf dem Weg zur Million hoch. Ich bin Wally Crunkleburger. Und obwohl ich gern lache, ist zu viel Lachen unpatriotisch. Denken Sie daran, jedes Lachen zu viel ist eine Stimme für... Ich meine, rein an sich, das Drehbuch ist ja nicht schlecht. Wir haben hier auch zwei Stars dabei, die sich mit Action ganz gut auskennen. Sie ist das eigentliche Problem. Die ist zwar Nummer 1 Star, aber bei Action ist sie noch nicht so... Also das Beste ist eigentlich Skyfall bei der Ollen. Haben wir ein Skyfall-Buch? Nee, haben wir nicht. Ein Skyfall-Buch wäre gut, aber die Emma Perkins... Die dreht mir irgendwann am Rad, was den Stresspegel angeht. Die geht doch irgendwann über den Jordan, wenn wir so weitermachen. Und ich brauche dringend neues Frischfleisch.
Kann ich dich nicht als Statisten einstellen? Aber wir brauchen für Filme dauernd mal Statisten und hier sind keine ordentlichen. Dann nehme ich halt dich. Irgendwas wirst du schon draus machen können. Oh, es wird getradet. Kann getradet werden. Ab dafür. Nächster heftiger Film in Arbeit. Meine Drehbuchautoren schreiben heiter weiter. Action haben wir jetzt gerade in der Mache. Da kannst du den hier verticken. 14.000, warum nicht? Geld brauchst du immer mal. Hau rein. Klassisches Wild West irgendwas. Wir haben schon wieder ein Paket. Das mussten wir aber gar nicht erforschen, kann das sein? Wir haben nämlich überhaupt kein Forschungspaket hier. Alles schlecht. Aber wir haben zumindest einen Film auf Platz 1. Und der ist wunderschön. Ich liebe es. Na, guck mal einer an. Hey. Mach mich nicht wütend, Inge. Immer schön schreiben. Wir brauchen immer, geh weg. Wir brauchen immer irgendwelche... Oh, die nächste Preisverleihung steht schon an. Wie lange habe ich denn hier schon wieder verdaddelt? Aber die Zeit rennt auch bei dem Spiel. Du kriegst das oftmals gar nicht mit. Und dann so... Und alles ist vorbei. So, der Film wird gedreht. Nächste Szene, Szene 6. Stephen Hood. Stephen Hood, wer ist Stephen Hood? Du brauchst dann... Du bist gar nicht mehr benötigt in der Szene. Dann geh du mal ein bisschen PR machen für den Film. Wenn du wirklich so unnütz bist, da kannst du einmal im Leben auch was Gutes tun. So, wir haben ja auch die neuen Trailer. Also man könnte bald auch mal das Thema Trailer angehen. Ich glaube, das nehmen wir uns so ein bisschen vor für das nächste Video. Also im nächsten Part dieses Projektes... Geld haben wir ja jetzt wieder ein bisschen was rein. Da kümmern wir uns darum, dass wir die Trailer mal richtig herrichten für unsere Top-Stars. Das wird ein teurer Spaß, denke ich. Aber es wird nützlich. Vor allem für unsere besten Stars erstmal. Wir gehen es vielleicht klein an. Wir machen erstmal... Ah, wir haben 6 Stars. Wir machen erstmal die 3 Trailer und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. So. Wie sieht's aus? Der macht PR, alles gut. Oh, hört ihr schon das Ticken? Ich höre schon ganz leise das Sticken. Oh, der Preisverleihung, das wird ein Ding. Ich möchte den goldenen Chupa Chups für richtig geile Plop-Sounds in 17 von 8 Filmen. Sowas in der Art. Aber mir sollten wieder viele Preise sicher sein. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wenn nicht, gebe ich euch die Schuld und werde eine Rechnung stellen. So, machen wir noch ein bisschen was hier, weißt du, was ich meine? Ich bin Wally Krunkelberger. Wissen Sie, manche Leute fragen, ob es Leben auf dem Mars gibt. Aber ich frage, gibt es intelligentes Leben auf der Erde? Manche fragen, ob es Leben auf dem Mars gibt. Ich frage mich, gibt es intelligentes Leben auf der Erde? Das frage ich mich auch schon des Öfteren. Oh, sag mal, was ist das denn hier? Das ist so ein schlechtes Drehbuch, das drehen wir den anderen Studios an. Das könnte doch wirklich besser. Also, nun stellt euch nicht so an, ne? Ah, Abteilung PR hat richtig reingepfiffen. Brauchen wir wen für die Kräf? Theoretisch nicht, ne? Aber wie sieht's denn bei dir eigentlich aus mit Gefolge? Alles gut. Weil wir hätten hier wieder einen. Braucht jemand unbedingt Gefolge? Du hättest gern wen, wa? Mir aber egal. Du bist gerade am Drehen, da kann ich dir eh nichts geben. Mach das weg! Mach das weg! Ich habe so Angst gehabt für immer. Aber guck mal, den beiden geht's wieder gut. Das ist schön. Sucht ein Getränk. Alle am Saufen. Komm, ihr zwei könnt mal eure Beziehung ein bisschen festigen. Stellt euch mal nicht so an. Und die Preisverleihung rückt näher. Ich freue mich. Was heißt denn hier Stress?
Hier wird jetzt nichts zu saufen gesucht oder ähnliches. Hier wird ein Film gedreht. Stellt euch nicht so an. Ja, das ist wieder ein Film mit Robobob. Robobob is returning. The return of the Robobobbly. Bobbelrob ist wieder am Start. Ich freue mich. Oh, und die Preisverleihung rückt an. Und hat einer das Luxusklo benutzt. Wie war das Diamantenklopapier? Oh, ich freue mich. Wo ist mein Anzug? Harald, bring mir meinen Anzug. Ich möchte Preise gewinnen. Viele, schöne, tolle. Also zwei Preise sind mir definitiv sicher. Das sehe ich jetzt schon. Eigentlich sind mir drei sicher. Bin ich mir fast sicher, dass die mir sicher sind. Sicher? Herzlich willkommen bei der Lionhead Filmpreisverleihung 1945. Heute Abend geben wir die Gewinner des größten Filmpreises der Filmbranche bekannt. Ohne lange Vorreden kommen wir zur ersten Kategorie. Mach schon! In der engeren Wahl für den bestplatzierten Star. Na, wer wird denn da den Preis wieder mal gewinnen und für welches Studio denn schon wieder? Ah, danke, 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 danke. Danke, vielen Dank. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin der beste Manager ever. Mua, mua, mua. Autogramme gibt es später für 3,50. Hier nun die Auswahl der Talente, die den Preis als produktivster Star gewinnen können. Oh, da gewinne ich nie, aber wie produktiv soll man denn bitte noch sein? Da muss man die Stars ja 17 Filme gleichzeitig drehen lassen und hoffen, dass das klappt. Also den Preis werde ich nie in meinem Leben bekommen, da bin ich mir sicher. Mir egal. Keiner liebt dich, du Klepperstudio. Für den Preis als bestplatziertes Studio sind's nominiert. Die können ihren Stars und ihrem Personal die halben Gehälter zahlen, ohne dass sie es bemerken. Geil! Brauche ich dringend. Wenn ich den Preis mal verliere, bin ich pleite. Ich weiß es. Sie konnten große Erfolge feiern. Einen kräftigen Applaus für... Danke, danke, danke. Empire Pictures, bestes Studio auf dem Markt. Wir haben ganz unten angefangen, jetzt sind wir ganz oben. Na gut, ich war immer auf der 1. Da kann ich ja schlecht gewinnen. Hä? Wieso bin ich denn da nominiert? Weil ich von der 2 auf die 1 gerutscht bin, 15 Mal oder was? Hä? Wahrscheinlich habe ich einfach die meisten Sternebewertungen dazu gekriegt. Ich weiß es nicht. Aber danke, damit habe ich nicht gerechnet. Da male ich mir auch wieder große Chancen aus. Komm schon. Bitte. Bitte. Ja! Oh Mann, vier Preise schon wieder. Herrlich, ist das toll. Beste Arbeitgeber, ja gut, da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so, anscheinend doch, aber ich mache mir eigentlich keine wirklichen, weißt du? Was? Ja, geil! Ich bin der beste Arbeitgeber. Boah, fünf Preise. Und der Preis, den kriege ich ja eigentlich auch noch, glaube ich. Ich bin unaufhaltsam, Freunde. Ist das geil. Komm schon, gib mir den auch noch. Sechs Preise. Sechs von sieben Preisen. Ey, herrlich. Geil. Der Preis geht an. Habe ich jemals so viele Preise gewonnen? Ich glaube nicht. Damit kommen wir zum Ende der diesjährigen Preisverleihung. Das ist ein Traum. Es gibt auch wirklich jedes Mal konsequent einen neuen Preis. Beste Regie. Um den Preis zu gewinnen, benötigen Sie einen Regisseur, der ein Meister seines Faches ist. Ein Regisseur in Bestlaune mit unerreichter Erfahrung im Genre ist ein Muss. Siegerbonus, Geniestreich. Steigert die Qualität aller Filme, bei denen der preisgekrönte Star Regie führt. Nutschen die da gerade rum? Okay. Ey, ich muss das erstmal feiern gehen, Leute. Wir haben sechs Preise gewonnen. Auf unser Studio, auf uns. Das ist super. Damit werden wir auf jeden Fall noch ein Stück überleben.
Ich bin mal gespannt bei der nächsten Preisverleihung. Da geht's dann bestimmt schon nach unten. Irgendwann kann ich nicht mehr. Aber ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe mein Bestes. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Geile Preisverleihung. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Macht's gut. Euer Lord Peter.